Good rest you merry gentlemen, let nothing you dismay. Remember Christ our Savior was born on Christmas Day to save us all from Satan's power when we were gone astray. Oh, tidings of comfort and joy, comfort and joy. Oh, tidings of comfort and joy. Humbug, alles Humbug. Ebenezer Scrooge schaute auf von seinem Pult und überlegte, ob er hinausgehen sollte. Er hasste Weihnachten, er hasste Weihnachtslieder und er hasste jeden, der ihn daran erinnerte, dass Weihnachten wäre. Als aber die Kinder draußen vor der Türe des Büros nicht aufhörten zu singen, da stand er auf, ging an seinem Schreiber Bob Cratchit vorüber, öffnete die Tür und brauchte gar nichts zu sagen. Die Kinder sahen ihn, erschraken und stoben davon. Kein Wort der Bitte einer Spende. Und wer Ebenezer Scrooge war, der konnte sie auch gut verstehen. Die Kälte, die Gefühllosigkeit, das Desinteresse an dem schönen Fest Weihnachten, das stand ihm auch im Gesicht geschrieben. Die Kälte. Sie war so stark, dass man manchmal meinte, Eiszapfen an seinen Augenbrauen zu sehen, obwohl da gar keine waren. Aber er war zufrieden. Er ging hinein, schloss die Tür, schaute seinen Schreiber Bob Cratchit an und setzte sich wieder auf seinen Platz, um mit erneuerten Kräften wieder an seine Buchführung zu gehen. Bob zog den Schal etwas fester um den Hals, denn das Feuer, das im Ofen glimmte, konnte eigentlich kein Feuer genannt werden. Eine kleine, dünne Kerze brannte auf seinem Schreibpult. Und manchmal legte er die Hände um die kleine Flamme, um ein bisschen Wärme zu erhaschen. Ebenezer Scrooge war so geizig, dass er nicht einmal genügend Kohlen für das Büro zur Verfügung stellte. Bob mochte Weihnachten, ganz im Gegensatz zu seinem Chef. Und er summte leise das Weihnachtslied. Und als er so recht versonnen an den Weihnachtsabend dachte, der nun auf ihn wartete, denn immerhin war es der 24.12. und die größten Freuden würden ihn nun erwarten, wenn er heimkehrte zu seiner Familie, da wurde die Tür aufgerissen und ein fröhliche Weihnachten, Onkel, erscholl durch den ganzen Raum. Scrooge schaute nicht einmal auf. Der da reinkam, war sein Neffe, Fred. Und Fred lachte immer, er hatte ein ansteckendes Lachen. Er war eine solche Frohnatur, dass man manchmal dachte, wie konnten die beiden nur miteinander verwandt sein? Fred ergrüßte den Bob Cratchit an seinem Schreibpult und ging dann zu seinem Onkel. Grüß dich, Onkel Ebenezer. Meine Frau und ich, wir lassen dich fragen, wir laden dich ein. Möchtest du nicht zum Essen morgen kommen? Ach, Humbug. Das sagst du jedes Jahr. Und ich werde nicht müde werden, dich auch jedes Jahr wieder erneut einzuladen. Ebenezer Scrooge schaute auf. Wie kannst du nur so fröhlich sein? So arm, wie du bist. Onkel, wie kannst du nur so griesgrämig sein, so reich wie du bist? Da wusste Scrooge nichts drauf zu sagen. Na gut, Fred setzte sich wieder seinen Hut auf, zog den Schal etwas fester und seine roten Wangen leuchteten, denn er war durch die Kälte draußen förmlich gerannt. Dann werde ich mich jetzt wieder verabschieden. Meine Frau wartet zu Hause. Ich wünsche allseits fröhliche Weihnachten! Und Fred lief zurück zur Tür, machte sie auf und gab die Klinke im Grunde zwei sehr distinguierten Herren in die Hand, die auch gerade in das Konto wollten. Sie waren gut gekleidet und hatten sehr feierliche Gesichter und sagten auch ihr fröhliches Weihnachten in den Raum hinein.
Der eine trat dann auf Ebenezer Scrooge zu und sprach: Einen schönen guten Tag. Habe ich die Ehre, mit Herrn Marley oder mit Herrn Scrooge zu sprechen? Und der schaute auf und sagte: Marley ist heute auf den Tag genau 7 Jahre tot. Ich bin Scrooge. Was wünschen die Herren? Oh, wir sind in Almosenangelegenheiten unterwegs. Wir sammeln ein wenig für die Ärmsten der Arme, denn Weihnachten ist ja ein Fest, an dem doch vielleicht der eine oder andere sein Herz öffnet und auch sein Portemonnaie, um für die Ärmsten der Armen etwas zu spenden. Gibt's denn keine Armenhäuser mehr? Sind die geschlossen oder was? Oh, doch, 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 leider, es gibt sie noch, die Armenhäuser. Ja, dann ist es doch gut. Wofür zahle ich Steuern? Sollen die Armen in die Armenhäuser gehen? Und blickte wieder auf seine Bücher. Der eine der beiden Herren sprach dann: Mr. Scrooge, es ist so, dass viele der Armen sich schämen, arm zu sein, und sie niemals in ein Armenhaus gehen würden. Ach was, sie sind sich zu fein dafür, in ein Armenhaus zu gehen. Na gut, dann sollen sie halt sterben. Das mindert den Bevölkerungsüberschuss. Die beiden Herren sagten nichts mehr dazu. Auf so viel Hartherzigkeit waren sie nicht gefasst gewesen. Und sie drehten sich um, grüßten Bob Cratchit und verließen das Konto. Nun, Scrooge für seinen Teil. Er fühlte sich so großartig wie schon lange nicht mehr. Ha, den beiden hat er es aber gegeben. Das Geld hatte er einfach nicht so locker in der Tasche, wie sich das die Leute mal vorstellten. Er musste auch hart dafür arbeiten, sehr hart sogar. Und er gönnte sich selbst ja auch nichts. Und die anderen sollte er verwöhnen? Nein, das kam gar nicht in Frage. In diesem Moment erklangen die Turmglocken. Und Bob Cratchit legte seinen Schreiber weg. Man wusste gleich, es erklang der letzte Schlag der 17-Uhr-Glocke. Feierabend. Er rutschte von seinem Stuhl. Widerwillig rutschte auch Scrooge von seinem Stuhl. Sie löschten die Kerzen und fanden sich dann draußen vor der Türe wieder. Und während Scrooge abschloss, sagte er dann zu seinem Schreiber: Sie wollen wohl morgen auch den Tag wieder frei haben, was? Wäre? Nein, es ist nicht genehm. Und dann wollen Sie auch noch dafür bezahlt werden, nehme ich an. Darauf konnte Cratchit nichts sagen. Mir bezahlt auch niemand etwas, wenn ich faulenze. Es ist ja nur einmal im Jahr. Ja, schlimm genug, einmal zu viel, wenn Sie mich fragen, aber nun gut, es ist so Sitte. Aber kommen Sie dafür am Tag später, umso früher. Das will ich ganz gewiss machen. Und dann trennten sie sich. Und Bob, der hatte solch eine Freude in seinem Herzen. Er liebte Weihnachten. Und weil es draußen fürchterlich kalt war und es auch geschneit hatte, war die Straße rutschig. Und aus lauter Freude konnte er nicht anders, als einmal so richtig lang zu schlittern. Überall war es festliche Stimmung. Natürlich war es, wie so oft in London, nebelig. Dicker, fetter Nebel hing in den Gassen. Wirklich gemütlich war es nicht, aber die Menschen waren in solcher Vorfreude auf den heiligen Abend. Da liefen sie mit heiligen Gesichtern, mit festlichen Gesichtern durch die Straße. Es wurden die letzten Einkäufe erledigt, die letzten Besorgungen erledigt und die Kinder, die nichts Besseres zu tun hatten, als sich zu freuen auf den Abend, die drückten sich ihre Nasen an den Glasscheiben der Schaufensterplatte. Und was gab es da nicht alles zu sehen? Da waren rot-weiß geringelte Zuckerstangen mit Minze drinnen. Und da waren die Marzipanengel mit Rauschegoldhaaren und die Schokoladen und die Pralinen. Und die Kinder ahnten, wie es in den Geschäften duftete.
nach Lebkuchen und frisch gebackenen Keksen. An der nächsten Schaufensterscheibe, da war es noch viel aufregender. Da waren die schönsten, herrlichsten Teddybären zu sehen, mit dunklen, niedlichen Knopfaugen. Und sie wussten ganz genau, die Kinder, wenn sie diesen Teddybär in die Hände nähmen, er wäre so kuschelig. Und er würde sie begleiten, bis er in seine letzten Bestandteile aufgelöst wäre. Da waren Puppen, Porzellanpuppen, mit allerniedlichsten Gesichtern, die Wängelchen rot, mit einem zarten Rosenrot und den süßen Lippen. Und wenn man die Puppen bewegte, dann gingen die Augen auf und zu. Natürlich hatten sie wunderbare, lockige Haare. Und die Kleidchen, die waren so herrlich. Jedes Mädchen träumte davon, so eine Puppe seinen eigenen nennen zu können. Aber bei diesem Geschäft, da gab es ja nicht nur die Puppen, sondern es gab die schönsten Bilderbücher mit den herrlichsten Bildern darin, ganz bunt. Buntstifte waren da auch ausgestellt, es war das reinste Paradies. Aber das Schönste war doch die Krippe. Es war eine große Krippe. Und sie war groß und so, dass die Figuren tüchtig gut zu sehen waren von der Straße. Da war Maria in ihrem blauen Mantel und das Jesuskind natürlich in der Krippe, dick und rund. Ein Jesuskind musste ganz dick und rund und wohlgenährt sein. Und es lag da in echtem Heu. Natürlich war auch der ehrwürdige Josef dabei. Aber das Alleraufregendste waren eben doch der Ochse und der Esel und die drei heiligen Könige in ihren exotischen Kleidern. Ein Kamel hatte man auch dazu gestellt. Ach, was war Weihnachten für ein schönes Fest. Und selbst die, die sich kein Obdach leisten konnten, die zerlumpten Männer und Knaben, die auf den Straßen waren, die genossen das Feuer. Da war nämlich eine Gasleitung kaputt gegangen und die wurde an diesem Abend noch repariert. Aber weil den Handwerkern es doch sehr arg zu kalt war, hatten sie eine Feuerschale aufgestellt. Nun ja, es war eben nur einmal im Jahr solch ein Frost wie in dieser Nacht. Und dann standen sie dort um diese Feuerschale herum und wärmten ihre Hände daran und schlossen wohlig die Augen, wenn die Wärme in die Hände ging und ihren Körper erreichte. Irgendwo war auch eine Wasserleitung geplatzt. Das Wasser sprudelte nur so heraus und gefror und machte eine Rutschbahn, auf der andere Kinder wiederum ihre Rutsche schlitterten. So sah es da aus. Weihnachten, Heiligabend in London. Nun, Ebenezer Scrooge, der kümmerte sich um all diese Dinge überhaupt nicht. Er hatte kein Auge für die schönen Schaufenster, kein Auge für die Kinder, kein Auge und kein Gefühl für diese besondere Stimmung. Er ging in das Wirtshaus, in das er immer ging. Er bestellte das billigste Gericht, das er immer bestellte. Und dann las er erst noch in allen Zeitungen die Auslagen, er selbst kaufte sich niemals eine. Und dann las er noch in seinen Geschäftsbüchern, bis er auch da nichts mehr zu lesen hatte. Und dann schließlich blieb ihm nichts anderes übrig, als nach Hause zu gehen.
arbeitete sich durch die dunklen Gassen hin zu seinem Haus, in dem er lebte. Und dieses Haus war übrig geblieben aus einer vergangenen Bautätigkeit. Es stand da auf einem Hinterhof, im Dunkeln, mitten zwischen anderen neueren Häusern, die viel größer waren als er selbst. Und er musste sich hintasten, weil es so dunkel war und kein Licht brannte. Er spürte mit seinen Füßen die 2, 3 Stufen nach oben, tastete dann nach seinem Schlüssel und steckte den Schlüssel ins Schloss. In diesem Moment sah er, wie der Türklopfer anfing zu leuchten. Es war ein Löwenkopf, der sonst überhaupt nicht leuchtete, aber jetzt leuchtete er. Scrooge starrte auf den Türklopfer und die Haare des Löwen wurden auf einmal lebendig, wie von Flammen bewegt. Das gibt's doch gar nicht! Das Gesicht seines ehemaligen Partners und Freundes, Marley, war in diesem Löwenkopf. Und er rieb seine Augen und schaute noch einmal hin, aber da war der Türklopfer wieder dunkel und da war nichts zu sehen. Schnell schloss er die Türe auf, verschloss die Tür hinter sich wieder zu und dann lief er, so schnell er nur konnte, die Treppen hinauf, hin in die erste Etage, wo seine Wohnung lag. Auch hier schnell das hastige Aufschließen, das Eingehen in die Wohnung, das feste Zuschließen der Türe und den Riegel vorschieben, machte er sonst nie. Aber ihm wurde auf einmal schmerzlich bewusst, dass er der Einzige war, der in diesem Häuschen wohnte. Alle anderen Wohnungen waren mittlerweile zu Büros umgebaut worden und auch als solche vermietet. Er war der Einzige, der dort lebte. Nun, seine Zugehfrau, die hatte ihm den Kamin angemacht. Gut, nicht allzu viel Holz war da drauf gelegen. Ebenezer Scrooge achtete darauf, dass das Holz nicht einfach so verbrannt wurde, nicht wahr? So viel Wärme war ja gar nicht gut. Und er kleidete sich um in sein Nachthemd und setzte seine Schlafmütze auf, schlupfte dann in seine Hauspantoffeln und setzte sich vor dem kleinen Feuer am Kamin in seinen Sessel und löffelte aus dem Topf den Grießbrei, den seine Zugehfrau ebenfalls zur Nacht zubereitet hatte. Nun, der Kamin, der hatte drumherum sehr exquisite Fliesen und die waren mit Bildern aus der Bibel gearbeitet. Was ganz Besonderes war das. Und während er den Grießbrei so löffelte, entdeckte er auf einem der Fliesen, dass es sich da bewegte. Gar nicht sein. Er schaute noch einmal hin, aber ja, da bewegten sich die Figuren, die da abgebildet waren, und plötzlich erschien da, mitten auf der Fliese, ein Leuchten, wie von Flammen, und das Gesicht seines vor 7 Jahren verstorbenen Partners Marley tauchte auf der Fliese auf. Das gibt's doch gar nicht, dachte er bei sich, stellte den Topf mit dem Grießbrei weg, der war ihm jetzt vergangen, dieser Grießbrei, die Lust darauf. Und er ging noch einmal vorsichtshalber zur Türe, um zu gucken, ob sie auch wirklich fest verschlossen wäre. Dann setzte er sich wieder zurück in den Sessel. Ihm war merkwürdig zumute. Und dann geschah es. Es bimmelte die Glocke. Es war eine Glocke, mit der man früher nach dem Hausmädchen klingelte. Lang eigentlich schon nicht mehr in Benutzung, und er wusste gar nicht, dass die überhaupt noch intakt war. Aber sie fing an zu bimmeln. Und mit ihr jede verfügbare Glocke im ganzen Haus. Das war ein ohrenbetäubender und grausamer, unheimlicher Lärm, der sich da erhob. Gefühlt dauerte dieser Lärm wenigstens eine Stunde an. War natürlich nur eine halbe Minute. Aber es war ihm eine Ewigkeit. Und dann hörten die so abrupt auf zu klingen, wie sie angefangen hatten.
vielleicht doch etwas dran, dass der heilige Abend vielleicht ein besonderer Abend wäre? Humbug, sagte er dann laut, auch um sich selbst zu beruhigen. Aber dann war alles vorbei, denn er hörte ein schreckliches Rasseln. Ein Geräusch von schwerem Metall auf Stufen. Und das kam von draußen, von ganz unten, tief aus dem Keller und kam zu ihm herauf. Er stand ganz schnell auf und guckte noch einmal, ob die Türe auch wirklich fest verschlossen war. Und dann ging er hin zu jenem Kamin und legte ausnahmsweise einmal noch etwas Holz nach. Ich war so furchtbar kalt. Und dieses Geräusch, dieses schreckliche Klingen von Eisenketten auf Stufen. Es kam immer näher und es kam auf seine Wohnung zu. Aber er hatte ja alles fest verschlossen und da kam etwas durch die Türe. Es kam durch die Türe, direkt, schwebend. Und das war der Geist von Marley. Er wusste es sofort. Erstens, weil er Marley erkannte und zweitens, weil kein normaler Mensch durch eine geschlossene Türe kommen konnte. Es musste ein Geist sein. Aber wie sah der aus? Scrooge hatte keinerlei Vorstellung, wie ein Geist auszusehen hätte, aber so, der leuchtete von innen. Es war, als wenn ein Höllenfeuer in diesem Geist sich bewegte und entflammte. Es war, als wenn ständig ein Wind wehte. Das musste die Hitze des Feuers sein, die das Haar von Marley bewegte und auch das Gewand, das er trug, das war so ein langes, wie ein Nachthemd. Es hing an ihm herunter und bewegte sich durch die Hitze. Aber was hatte Marley da noch? Um seinen Leib herum waren Ketten geschmiedet. Und diese Ketten waren so lang, dass sie wie eine Schleppe hinter ihm her schlurften. Und an diesen Ketten hingen wie an einem Bettelarmband eiserne Geldkästen, Schlüsselbunde, schwere Geschäftsbücher, große Folianten. Es war eine Last, die Marley an dieser Kette mit sich herumtrug. Guten Abend, Scrooge, sprach der Geist. Guten Abend, Marley, was machst du denn hier? Ja, das ist wohl eine berechtigte Frage. Ich werde mich mal zu dir setzen. Und Marley schwebte und polterte näher und setzte sich auf den zweiten Sessel, der am Kamin stand. Scrooge, du weißt, es ist auf den heutigen Tag genau 7 Jahre her, dass ich gegangen bin. Und ich habe heute die Möglichkeit, dich zu warnen. Mich? Zu warnen? Humbug, wovor denn? Dass du denselben Fehler machst wie ich. Siehe, was ich hinter mir hertrage. Na ja, sagte Scrooge, sieht mir ein bisschen schwer aus. Oh ja, aber nicht diese Last ist es, die mir nun das Leben schwer macht, denn in diesem Reich, in diesem Höllenreich. Und in diesem Moment leuchtete Marley wieder auf und die Hitze der Flammen, die wehten ihm wie ein schwerer, heißer Wind, die Haare wieder aus dem Gesicht. Wie Marley seine eigene Hölle mit sich trug. Siehe, jetzt erst im Tod, Freund Scrooge, weiß ich, was der Sinn meines Lebens hätte sein sollen. Womit habe ich mich beschäftigt? Mit Büchern, mit Geldzählen, mit Profiten, mit Renditen, mit Aktien. Oh ja, ich war sehr erfolgreich. Aber habe ich in meinem Leben gegeben? Nein. Wie viele Möglichkeiten hätte ich gehabt? Und jetzt, wo ich tot bin, da sehe ich das Elend auf den Straßen. Ich sehe das Elend der Menschen. Ich stehe oft neben ihnen und sage ihnen, hier, ich will dir doch etwas geben, so nimm es doch. Aber sie hören mich nicht. Und Freund Scrooge, du bist auf dem besten Wege, so
zu enden wie ich. Denn in den 7 Jahren, die ich nun tot bin, hast du noch mehr an deine Kette gehängt, als ich es in meinem Leben vermocht habe. Mach nicht den gleichen Fehler. Du hast die große Chance, die große Möglichkeit umzukehren. Nutze sie. Nach mir werden noch 3 Geister erscheinen. Immer Schlag 12. Sie werden dich Lektionen lehren. Nutze sie so gut es geht. Mich aber wirst du nicht mehr sehen. Und Scrooge sah, wie sein geistiger Freund nun sich wieder erhob aus dem Sessel und mit seinen schweren Ketten und mit wehenden Haaren wieder durch die Tür davontrat. Als er an diesem Abend ins Bett ging, machte er alle Vorhänge fest zu. Er glaubte nicht wirklich daran, was Marley gesagt hatte. Humbug, sagte er. Alles Humbug. Er musste doch eingeschlafen sein. Denn als er die Turmuhr hörte, da war es ihm, als wenn er aus einem Schlaf erwacht wäre. Er zählte mit. Und dann war es der 12. Schlag. Er zog sich die Bettdecke bis zum Kinn. Und plötzlich wurde der Vorhang aufgerissen von einer weißen Hand. Er erschrak furchtbar, guckte dann und da war ein Leuchten. Und er sah dort eine Gestalt.
jung und alt zugleich und hatte weiße, lange Haare. Ein Gesicht, das freundlich lächelte. Und Scrooge fasste ein wenig Vertrauen. Er sagte, wer bist du? Und die Gestalt lächelte und sagte, ich bin der Geist deiner vergangenen Weihnachten. Komm mit, ich will dir etwas zeigen. Und Scrooge dachte bei sich, ich habe ja nur ein Nachthemd an und meine Nachtmütze auf dem Kopf. Und wenn ich jetzt aufstehe, habe ich nur Hauspantoffeln. Vielleicht sollte ich mich erst einmal umziehen. Aber irgendwie hatte er das Gefühl, dass ihm das die Gestalt nicht durchgehen lassen würde. Und deswegen stand er lieber gleich auf, schlüpfte in seine Hausbuschen und nahm die ausgestreckte Hand. Der Geist führte ihn zum Fenster. Und das Fenster öffnete sich weit. Und die eisig kalte Nachtluft trat herein. Und dann lächelte der Geist ihm zu und auf einmal befand er sich in der Luft. Sie flogen über London hinweg und er konnte all die Gassen sehen, die jetzt im mageren Lampenschein der Straßenlaternen lagen. Er sah überall die erleuchteten Fenster, hinter denen die Familien saßen und den heiligen Abend ausklangen ließen. Sie flogen weiter und die Landschaft, die flog an ihm vorüber. Schon waren sie aus der Stadt hinaus. Und es gab eine innere Verwirbelung vor seinem inneren Auge und dann war es auf einmal Tag. Und es war kein gelber, dicker Nebel, sondern ein klarer, schöner Tag. Und der Himmel war blau und die Sonne schien, aber es war dennoch eisig kalt. Und sie waren auf dem Land. Da lagen die Felder unter einer dicken Schneedecke und einzelne Bäume standen da von ihren Blättern befreit und nur der Schnee hatte sich oben abgesetzt, der in der Nacht frisch gefallen war. Scrooge schaute auf den Weg. Er sah dort Jungens auf Pferden reiten und einen Wagen, in dem auch Jungen saß, und die wünschten sich gegenseitig fröhliche Weihnachten. Ich kenne das! Ich kenne das! Hier bin ich doch aufgewachsen! Ja, hier bist du aufgewachsen, sprach der Geist. Und Scrooge überlegte noch, wie der Name eines jeden Jungen war. Und er konnte sich an jeden einzelnen Namen erinnern. Und das machte ihn ganz glücklich. Sie flogen aber weiterhin zu einem großen alten Gebäude. Es war marode, es hätte renoviert werden müssen. Aber dort hinein flogen sie, durch einen dunklen, kalten Gang, hin in eine Stube. Und es war ein Klassenzimmer, in dem ein Ofen bollerte, der ein bisschen Wärme verbreitete und es waren Kerzen dort aufgestellt und ein Junge saß da. Sie flogen etwas näher heran, der Geist führte ihn näher an diesen Jungen und Scrooge erkannte sich selbst. Er war vielleicht schon 9 oder 10 Jahre alt. Und er sah sich selbst, wie er selbst vergessen in einem Buch lesend auf der Bank saß. Es war Weihnachten und er war nicht daheim. Aber das machte nichts, dass er nicht daheim sein durfte bei seiner Familie. Er saß hier und las und jetzt erinnerte er sich wieder daran, wie viel Freude er daran gehabt hatte, die Märchen zu lesen, die Legenden zu lesen, die Abenteuerromane. Und dann wurde Scrooge traurig und er senkte den Kopf. Der Geist der Weihnacht sah das und fragte ihn, was ist? Na ja, sagte Scrooge, ich muss an die Jungens denken, die ich heute vor der Tür meines Büros verscheucht habe. Jetzt finde ich es schade, dass ich ihnen nichts gegeben habe. Der Geist der vergangenen Weihnacht lächelte. Komm, ich will dir noch mehr zeigen. Und es gab wieder eine Verwirbelung hinter seinem Kopf, hinter seinen inneren Augen. Und sie befanden sich dann wieder in diesem Schulraum. Und er sah wieder sich selbst, doch ein paar Jahre älter. Und er stand dort ganz traurig. Der Ofen bollerte, es
war immer noch nicht renoviert worden. Und es war wieder Weihnacht. Und dann hörte ihr auf einmal ein Lachen, das von draußen vom Gang kam. Und es kam auf ihn zu. Bruder! Bruder! Ich bin gekommen! Vater hat erlaubt, dass du heute nach Hause darfst. Ich bin mit dem Wagen gekommen, um dich abzuholen. Es war seine kleine Schwester Fanny mit dem ansteckenden Lachen. Sie stürzte auf ihn zu und sie umarmten sich ganz, ganz fest. Er mochte seine kleine Schwester sehr gern. Der Geist der vergangenen Weihnacht schaut ihn an und sagte, sag mal, ist das nicht auch die Schwester, die Kinder hat? Scrooge sagte nur, nein, nein, sie hat nur ein Kind. Und das ist mein Neffe Fred. Ja, und er hat das gleiche Lachen, oder? Und Scrooge senkte den Kopf und sagte nichts. Der Geist der vergangenen Weihnacht nahm ihn wieder an die Hand. Und dann flogen sie davon. Hin zu einer Stadt. Hin zu einem Lagerhaus mit Büro. Und es war darin erleuchtet und es war warm. Und es saß dort er selbst, Scrooge, als ein Lehrling, mit einem anderen Lehrling zusammen. Ich erkenne das. Das ist doch das alte Lagerhaus. Da habe ich doch meine Ausbildung gemacht. Ja, ja, sagte der Geist der vergangenen Weihnacht. Und siehst du, wer da sitzt? Ja. Der alte Fezziwig, wie er leibt und lebt. Und Scrooge lächelte. Es waren gute Zeiten damals bei dem alten Fezziwig. Und in diesem Moment hörten sie die Turmuhr schlagen. Und es war 17 Uhr. Und der alte Fezziwig klatschte sein Geschäftsbuch zu und sagte, Jungens, Heiligabend. Und die beiden Lehrlinge, die ließen sich das nicht zweimal sagen. Und jetzt wurde das ganze Lagerhaus in eine Weihnachtsstube verwandelt. Alle Möbel wurden beiseite geräumt, es wurden improvisierte Tische aufgestellt, so richtige Tafeln. Und kurz danach schon, als alles geputzt und gewienert war, selbst sogar die Lampen, die von der Decke hingen, die wurden ordentlich poliert, damit sie zum heiligen Abend ordentlich glänzten. Sogar der Boden wurde gefegt und es wurde der Wasser darauf gesprengt, dass ja auch alles sauber sei. Und dann kamen schon die ersten Platten mit dem kalten Braten und die Minzpies und der Plumpudding, der wurde dorthin gestellt. Es gab Häppchen und es gab noch mehr Kuchen und es gab große Kessel voller Punsch. Und dann kam schon der erste Geiger und noch einer und die spielten für diesen Abend auf. Und als das geschehen war, kam die Gattin vom alten Fezziwig, eine würdige Matrone, ihrem Gatten ebenbürtig in Würde und in Fröhlichkeit. Sie war auch also ein bisschen rundlich geratene Frau. Und dann kamen die drei Töchter Fezziwig mit ihren Verehrern, natürlich hübsche, liebreizende Mädchen. Und dann kam noch der Bäcker von gerade rüber, dann kam noch der Knecht von der anderen Straßenseite. Es kamen einige Leute hinzu und es war ein so großartiges Weihnachtsfest. Nachdem sie gegessen hatten, wurde zum Tanz aufgespielt und Scrooge sah sich selbst, wie er selbst am allermeisten mitmachte. Er tanzte durch das Lagerhaus immer im Kreis herum, er aß tüchtig, er ließ sich den Punsch schmecken. Es war ein großartiges Fest. Und dann, es dauerte so bis etwa 23 Uhr, da verabschiedeten das Ehepaar Fezziwig seine Gäste. Sie stellten sich am Eingang auf und jeder, der ging, der bekam die Hand geschüttelt und bekam einen Segenswunsch gesprochen. Und dann wurde alles wieder aufgeräumt und die beiden Lehrlinge, die schliefen in einem hinteren Raum dann und waren glückselig von dem schönen Weihnachtsfest. Der Geist der vergangenen Weihnacht, er sprach, ich weiß, gehörten gar nicht viele Pfund dazu, so ein schönes Fest auszurichten. Und der alte Scrooge erinnerte sich und sprach dann, nein, nein, es war auch gar nicht das Geld. Der alte Fezziwig hatte die Macht und die Kraft, uns
unser Leben schön zu machen oder unerträglich, uns Freude zu geben an unserer Arbeit oder sie uns madig zu machen. Und dann ließ der Scrooge seinen Kopf wieder hängen. Und der Geist der Weihnacht fragte ihn, was ist? Ach, mir geht eigentlich nur gerade durch den Kopf, dass ich eigentlich gerade jetzt meinem Schreiber Bob Cratchit gerne ein paar Worte gesagt hätte. Der Geist der vergangenen Weihnacht lächelte. Und dann sagte er zu Scrooge, wir müssen weiter. Wir haben nicht mehr allzu viel Zeit und ich will dir noch etwas zeigen. Und dann nahm er ihn wieder ganz fest an der Hand und dann flogen sie fort. Und dann tat sich eine Stube vor Scrooge in ihrem Auge auf und er sah auf einer Couch mit grünem Samt bezogen und feinpoliertem Holz eine junge Frau sitzen. Eine schöne junge Frau, aber sie war ganz in schwarzer Trauerkleidung gekleidet. Und man sah auch ihren Augen an, dass sie geweint hatte. Sie kam näher. Und Scrooge sah sich selbst, ein paar Jahre älter als seine Lehrlingszeit beim alten Fezziwig gewesen war. Und er hatte noch immer seine weichen Züge, aber schon zeichneten sich die ersten harten Linien ab, die auf seine spätere Habgier hinführen würden. Und er sah die junge Frau auf der Couch und das war doch Belle. Und sie fing an zu sprechen. Sie sagte, Ebenezer, ich habe mir meine Entscheidung nicht leicht gemacht. Schon wochenlang denke ich darüber nach und wäge alles ab, hin und her in meinem Herzen und heute ist es soweit. Heute ist zwar Heiligabend, aber weißt du, wenn ich es nicht heute tue, dann vielleicht niemals. Vielleicht ist jetzt der beste Zeitpunkt dafür. Ich habe mich entschlossen, dich freizugeben und unser Verhältnis zu lösen. Du hast dich in den letzten Jahren so sehr verändert. Ich erkenne dich überhaupt nicht mehr wieder. Alles ist zurückgetreten. Der Ebenezer, den ich einmal kannte und den ich liebte und den ich immer noch liebe, der hat sich verändert. Du hast all dein Leben nur noch auf einen Zweck ausgerichtet, Geld zu verdienen. Und was mal am Anfang gut war, denn du weißt, als wir uns verlobt haben, waren wir beide arm und hatten nichts. Und du hattest geschworen, dass du für uns beide das Geld verdienst, damit wir heiraten können. Aber jetzt ist alles anders. Du hast dich so sehr verändert. Scrooge schaute sie an und sagte, aber Belle, wenn ich mich vielleicht auch verändert hätte, was ich so gar nicht sehen würde, aber dir gegenüber habe ich mich doch nicht verändert, oder? Habe ich jemals etwas von Trennung gesagt? Nein, 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 nein. Nie hast du etwas dazu gesagt, nicht mit Worten, aber durch Gesten und durch deine Art zu leben. Ich will dich einmal etwas fragen, Ebenezer, und vielleicht willst du mir darauf gar nicht antworten, aber würdest du mich heute immer noch nehmen, so arm wie ich bin, ohne Mitgift? Würdest du das wirklich tun? Du sagst nichts. Nein, nein, es ist vorbei und es ist besser so. Weißt du, du wirst vielleicht einen Schmerz haben und ich hoffe beinahe, dass es so ist, dass du noch einen Schmerz empfindest, darf uns unsere Wege sich heute trennen. Aber dann wird es sein, als wenn du aus einem Traum erwachst und es wird sein, als wenn eine Last von dir abfällt. Und du wirst mich vergessen, ganz schnell. Und dann blendete das Bild wieder aus. Der Geist der Weihnacht fasste Scrooge und zog ihn fort. Der alte Ebenezer dachte nach. Er hatte wirklich einmal geliebt? Das hatte er vollkommen vergessen. Was sie wohl heute macht, wie es ihr geht. Darüber hat er sich seit jenem Abend nie wieder Gedanken gemacht.
Und als wenn der Geist der Weihnacht seine Gedanken hatte lesen können, nahm er ihn mit sich fort und führte ihn. Und die Verwirbelungen hinter seinem inneren Auge, die waren wieder ganz stark und dann tauchte ein neues Bild auf. Und sie waren in einer Stube, jetzt nicht besonders fein eingerichtet, aber es war gemütlich und ein Feuer brannte im Kamin und Scrooge sah ein junges Mädchen auf einer Couch sitzen und eine Handarbeit machen. Sie stickte in einem Stickrahmen. Bell? War das Bell? Nein, das Bild wurde größer. Und eine ältere Frau saß neben der jungen Frau, eine schöne Frau, die greift nun. Und das war Bell. Und die junge Frau, das musste ihre Tochter sein. Ich wusste ja gar nicht, dass sie eine Tochter hat, dachte Ebenezer Scrooge bei sich. Und in diesem Moment hörte er Kinder lärmen. Sie hat noch mehr Kinder. Und der Lärm kam näher und dann erblickte Scrooge den Hausvater, der dazugehörte. Und die ganzen Pakete, die er bei sich trug, die deuteten darauf hin, es war wieder Heiligabend. Und die ganzen Kinder, die gierten natürlich nach den Paketen und die älteste Tochter, denn das war sie. Sie versuchte, die Kinder schon ein bisschen zu bändigen und den Lärmpegel ein bisschen zu drücken, aber die waren einfach zu sehr aus dem Häuschen. Bern lächelte, als sie ihren Mann sah, und er ging zu ihr, küsste sie. Und dann war das nächste Bild, wie der Hausvater zwischen seiner Frau und seiner ältesten Tochter saß und die Kinder überall herumwuseln, die da noch waren, es waren ihrer fünf, und sich an den Geschenken erfreuten. Und er sah dieses Bild und dachte bei sich, das hätte ich selbst haben können. Ich hätte selbst eine Tochter haben können. So wie sie. Und sie wäre der Frühling gewesen im Herbst und im Winter meines Lebens, eine Freude für mein Herz. Oh, nimm mich weg, quäl mich nicht länger, schrie Scrooge. Und der Geist der vergangenen Weihnacht nahm ihn fort. Und Scrooge war wieder in seinem Schlafzimmer, daheim. Und er warf sich aufs Bett und schlief sofort ein.
Als Scrooge wieder erwachte, lag er im Dunkeln und lauschte. Er war wohl doch eingeschlafen. Und was ist, wenn jetzt eben wieder eine dieser weißen Hände kommt und den Bettvorhang aufreißt? Er würde sich wieder furchtbar erschrecken. Also stand er auf und zog die Bettvorhänge beiseite. Dann könnte er sogleich sehen, wenn eine Gestalt im Raum wäre. Er legte sich wieder hin und wartete. Es passierte nichts. Hatten sie ihn vergessen? Und dann merkte er, dass ein Lichtschein auf seine Bettdecke fiel. Woher kam das Licht? Aus dem Nebenzimmer. Das musste er sich genauer ansehen. Er stand auf, schlüpfte in seine Hauspuschen und ging hin zu dem kleinen Zimmer. Er öffnete die Tür ganz und was er darinnen erblickte, das haute ihn schier von den Socken. Das war nicht mehr das karg eingerichtete Zimmer, sondern ein Wald, der da drinnen war, aus Stechginster und Efeu und Misteln. Überall waren rote Schleifen und Kiefernäpfel dran gehängt. Es war so unglaublich schön geschmückt. Er verlor sich schier in diesem Grün und in diesem Rot der Schleifen und der Beeren. Und dann, wie konnte er das nur übersehen? Da war aufgebaut eine Weihnachtstafel. Aber mit so unglaublich vielen Dingen, Köstlichkeiten, wie er es noch nie in seinem Leben gesehen hatte. Da waren Orangen, da waren Äpfel, rotbackig und saftig und süß sahen sie aus, ihr Krag kriegte regelrecht Lust, da hineinzubeißen. Dann waren da natürlich noch Gänsebraten und es war Fasan aufgetischt, helles, weißes, frisches, weiches Brot lag da. Und natürlich gab es verschiedene Kuchen, da war natürlich ein Minzpfei und ein Plumpudding und der war gerade just flambiert und die blauen Flämmchen, die stiegen hoch und verbreiteten einen wunderbaren Duft. Es war kesselweise Punsch dort aufgestellt. Es war einfach großartig. Aber jetzt erst sah er, dass inmitten dieser üppigen Köstlichkeiten eine Gestalt, ja, sitzen war eigentlich nicht der richtige Ausdruck. Liegen irgendwie auch nicht. Wenn das Wort nicht unangebracht wäre, dann lag sie geradezu lasziv auf einem Divan. Ein Mann, ein großer Mann, in einem grünen Samtmantel gekleidet. Seine nackte Brust war unter dem Mantel zu erkennen. Er hatte braunes, wallendes Haar, einen braunen, wallenden Bart. Und er lachte über das ganze Gesicht. Sei mir gegrüßt, Ebenezer Scrooge. Wer bist du? Wer bist du? Hast du auch mir eine Lektion zu erteilen? Aber ja, ich bin der Geist der gegenwärtigen Weihnacht. Willst du etwas lernen? Du hast doch immer so schlecht von mir gesprochen. Wie war das nochmal? Humbug? War das nicht dein Wort? Ebenezer Scrooge wurde ein bisschen rot, das merkte er. Guckte betreten auf seine Hauskuchen, dann aber schnell wieder hoch. So spannend war das und so aufregend, was jetzt kommen würde. Und der Geist der gegenwärtigen Weihnacht, der sagte zu ihm: Komm, fass meinen Rock an.
Und dann geht es schon los. Und Ebenezer fasste an seinen Rock, also an diesen grünen Samtmantel, und schon flogen sie los. Sie flogen über London. Und wieder sah Scrooge, wie überall die Lichter hinter den Fenstern brannten. Und wie überall die feierliche Stimmung von Weihnacht herrschte. Ein Singen war in der Luft, ein Vibrieren von Liebe und von Güte. Sie flogen weiter und kamen direkt zu einem Haus, etwas außerhalb am Rande der Stadt. Und es war klein und es war schief, aber es war sehr individuell. Und da hinein flogen sie. Und sie beide, der Geist der gegenwärtigen Weihnacht und Scrooge, sie standen in einer Wohnstube, die war schön geschmückt, mit ein wenig Stechgänster und mit Efeu und mit Misteln. Und ein Herdfeuer brannte und die Frau des Hauses, die schmeckte gerade eine schöne dunkle Soße ab. Und die Kinder wuselten herum. Waren ihre fünf und deckten gerade den Tisch. Ganz besonders die Teller, die wurden recht gerade gerückt und das Besteck, das es dazu gab, es war alles sehr einfach. Und auch die Familie war sehr einfach gekleidet. Es war, wie soll man sagen, man sah sofort, dass da nicht viel Geld im Hause war. Aber ihre Manieren und ihr Umgang miteinander, der war so fein, wie es man sich es nur wünschen konnte. Und dann klopfte es an der Tür und die Kinder rasten hin zur Türe und der Geist der Weihnacht und Ebenezer Scrooge, sie sahen, wie die Türe geöffnet wurde und sein Schreiber Bob Cratchit den Raum betrat. Na, jetzt wusste er, wo er war. Und so hatte er seinen Schreiber noch nie erlebt. Also er wurde umringt als Familienvater und alle umherzten ihn und küssten ihn und besonders ein Kleiner, der Jüngste, der hatte die ganze Zeit gesessen und war jetzt aufgestanden und da sah Ebenezer Scrooge, dass der kleine Mann ein Krüppel war und dass er einen Krückstock brauchte, um sich fortzubewegen. Und Bob Cratchit sah den Kleinen und sagte, klein Tim und rannte auf ihn zu, nahm ihn hoch in seine Arme und küsste ihn von links nach rechts und von rechts nach links. Alle lachten. Es war ganz offenkundig, dass Vater und Sohn eine besonders innige Beziehung zueinander hatten. Aber dann sagte Bob Cratchit, ich freue mich schon auf unser Essen. Und Mrs. Cratchit, die auch zu ihm gekommen war, ihn herzlich umarmt hatte und ihm einen dicken Schmatzer auf die Wange verpasst hatte, sagte, ja, ich muss nur noch einmal die Soße noch einmal richtig aufkochen und würdest du vielleicht die Gans in Stückchen aufteilen, nicht wahr? Ja, natürlich, das macht immer der Hausmann. Und dann wurden die Kinder alle platziert und setzten sich an ihren angestellten Platz und dann wurde die Gans gebracht und es gab frischen Kartoffelstampf und es gab frisches Apfelmus und dann wurde die Soße nochmal aufgekocht, ganz, ganz wichtig, damit sie schön heiß und kräftig über alles gegossen werden konnte. Und Bob Cratchit teilte die Gans ehrlich auf. Es war keine große Gans, es war mehr eine Entengans vom Format her und die Stückchen, die die Familienmitglieder alle erhielten, die waren nicht besonders groß, aber es war sich alle bei den Händen und sprachen einen Segensspruch und dann wurde gegessen. Und das war so eine Fröhlichkeit und so ein Genuss. Ebenezer Scrooge sah, wie diese Familie das Essen, das sie auf den Teller bekommen hatte, genoss, so wie er selbst noch nie sein Essen genossen hatte. Und er musste an sein eigenes Essen denken, das er in dem billigen Gasthof bestellt hatte, was er immer jeden Tag eigentlich aß, weil es das billigste Essen im Gasthof war. Ein Genießen hier. Es war eine Freude, dieser Familie zuzuschauen. Er wusste das doch alles gar nicht. Naja, und dann war der erste Gang vorbei. Und jetzt kam der große Augenblick des Plumpuddings. Und Mrs. Cratchit hatte schon wenigstens einen Monat vorher schon gewerkelt. Und nun kam der Moment, dass der Plumpudding flambiert werden sollte. Und es war ein kleines
Pudding, vielleicht so groß wie eine Kanonenkugel. Kleiner eigentlich eher, und es war auch nicht viel Branntwein, vielleicht nur eine Winzigkeit von einem Schlückchen von einem Branntwein. Aber wie Frau Cratchit, wie es Mrs. Cratchit schaffte, mit diesem bisschen Branntwein den kompletten Plumpudding zu flambieren, das war ein Wunder. Das musst du können. Die Familie stand andächtig da und sah, wie die Flämmchen hochzüngelten und dann erstarben. Und dann wurde ehrfurchtsvoll der Pudding aufgeschnitten und jeder bekam ein Stückchen. Und alle sahen, dass das für vier Personen viel zu klein war und jeder auch nur ein Appetithäppchen bekam. Aber niemand hätte es gewagt, auch nur ein Wort darüber zu sagen. Im Gegenteil, sie lobten diesen Pudding in den höchsten Tönen und er schmeckte auch wirklich köstlich. Und Bob sagte, Mrs. Cratchit, das ist der beste Pudding, den du gemacht hast, seit wir verheiratet sind. Und da freute sie sich natürlich sehr. Als alles aufgegessen war, wurde gemeinschaftlich der Tisch abgeräumt. Und dann bereitete Bob höchstpersönlich den Weihnachtspunsch zu. Er mischte die verschiedenen Getränke, die in so einen Kessel hineingehören, erhitzte ihn und dann bekam jeder ein Becherchen Weihnachtspunsch. Und dann saß der kleine Tim, saß neben seinem Vater und die beiden hielten ganz dick Händchen. Und dann sang der kleine Tim ein Lied. Und alle stimmten mit ein und er hatte eine wunderschöne Stimme. Und er sprach dann am Schluss des Liedes, Gott segne uns alle. Und alle sprachen gemeinsam, Gott segne uns alle. Und dann hoben sie wieder ihre Becher und tranken. Ebenezer Scrooge stand da und was für eine schöne Stimmung. Und er merkte, wie leer er innerlich eigentlich war und sah seinen Schreiber mit völlig anderen Augen. Aber ganz besonders lag ihm an dem kleinen Jungen, der ganz eng bei seinem Vater saß. Und er sprach zu dem Geist der gegenwärtigen Weihnacht, Geist, das Kind sieht so schwach aus. Wird es überleben? Der Geist der gegenwärtigen Weihnacht schaute ihn an und sagte, nun, wenn ich in die Zukunft blicke, dann sehe ich einen leeren Stuhl. Und ich sehe eine Krücke, die niemand weggibt. Aus Liebe wird sie aufbewahrt. Nein, das Kind wird nicht überleben, wenn alles so bleibt, wie es ist. Nein, das darf niemals geschehen, sagte Scrooge, denn er hatte das Gefühl, zu diesem Jungen eine ganz besonders innige Verbindung zu spüren. Diese Augen, die dieser Junge hatte, so jung und gleichzeitig so alt und weise. Und der Geist der gegenwärtigen Weihnacht sagte, wieso regst du dich darüber auf? Was berührt es dich? Würde es denn nicht den Bevölkerungsüberschuss mindern? Oh, das war's. Scrooge hörte seine eigenen Worte und er schämte sich dafür. Und der Geist der gegenwärtigen Weihnacht sprach, wir müssen weiter. Ich will dir heute noch ein bisschen was zeigen. Und dann flogen sie weiter. Flogen einmal um die ganze Welt. Es war, überall wurde Weihnachten gefeiert. Überall. Auf den entferntesten Inseln. Auf einem Leuchtturm. Scrooge sah, wie zwei Leuchtturmwärter oben beieinander saßen und einander mit Glühwein zuprosteten und auf ihre Weise der Geburt des Herrn gedachten. Und überall, wohin er mit dem Geist der gegenwärtigen Weihnacht kam, schüttete dieser aus einem Füllhorn, das wie eine Fackel gebildet war und aus der auch wie Funken sprühten, überall den Segen der Weihnacht. In jedes Haus, durch jedes Fenster versprühte er die Stimmung der Weihnacht. Und dann kehrten sie wieder nach London zurück. Und dann wieder in ein Haus, in eine Wohnung. Und Ebenezer Scrooge erkannte die Wohnung seines Neffen, die dieser bezogen hatte, seit er seine liebe Frau geheiratet hatte. Und Scrooge wusste gar nicht, wie schön Heiligabend auch sein kann, auch so anders. Sein Neffe hatte sich nämlich Freunde dazu gebeten. Und sie hatten alle gerade gegessen und Scrooge und der Geist der gegenwärtigen Weihnacht kamen dazu und sahen nun mit an, wie die ganze Gesellschaft miteinander
eben sogar blinde Kuh. Und Scrooge, als ein Geist, der er ja auch war, spielte mit. Er riet mit und hatte so eine Freude daran, dass der Geist der gegenwärtigen Weihnacht ihn geradezu gewaltsam aus dieser schönen Stube hinausführen musste. Denn er musste ihm noch mehr zeigen. Das war wichtig jetzt, was da kam. Er musste ihm zeigen, wie es denen ging, denen es nicht so gut ging. Den Obdachlosen, den Armen in den Armenhäusern, den Kranken und Sterbenden in den Krankenhäusern. Er zeigte ihm, wie es denen ging, die weit entfernt von der Heimat waren und fern von ihrer Familie und denen, die sie lieben. Und er zeigte ihm aber auch gleichzeitig, dass der Geist der Weihnacht selbst die zu trösten vermag, die vorher dachten, dass sie gar keinen Trost empfinden konnten. Und so wurde Ebenezer Scrooge der Geist der gegenwärtigen Weihnacht geoffenbart. Und er erkannte, wie schön Weihnachten war und wie wichtig für alle Menschen. Und dann kamen sie wieder zurück. Und sie waren in der Wohnung von Scrooge, in diesem Nebenzimmer, aus dem sie ihre Reise heraus begonnen hatten. Es war nur noch grün da und all die Köstlichkeiten standen da. Und der Geist der gegenwärtigen Weihnacht, der lag auf dem Divan, aber er hatte sich verändert. Aus dem herrlichen braunen Haar wurde graues Haar, war graues Haar geworden und auch der Bart war nun grau. Denn die gegenwärtige Weihnacht alterte. Die Zeit verging ja. Und Scrooge bedankte sich. Er sagte, danke, dass du mir die Dinge gezeigt hast, die du mir gezeigt hast. Es war wunderbar. Ich habe die Lektion gelernt. Das freut mich, sagte der Geist der gegenwärtigen Weihnacht. Ich nehme mal an, dass du dich fürderhin nicht mehr über mich lustig machen willst. Nein, nein, das will ich ganz gewiss nicht. Und wieder schämte sich Ebenezer Scrooge und schaute auf seine Hauspantoffeln. Und als er wieder hochblickte, da war alles verschwunden. Der Geist der gegenwärtigen Weihnacht, all die Köstlichkeiten, der Wald aus Stechginster, Efeu und Mistel. Und er war wieder in seinem kahlen Zimmer. Doch nicht allein. Da war eine Gestalt, in einen grauen Mantel gehüllt, mit einer Kapuze, die ihr tief ins Gesicht gezogen war, sodass man da nichts erkennen konnte. Scrooge konnte gar nichts sehen. Und er sah diese Gestalt an, die gar nichts sagte. Und ein unglaubliches Grauen erfüllte ihn. Thank you.
Die Gestalt stand da, sprach kein Wort, und sie flößte Scrooge ein unendliches Grauen aus. Er fiel auf die Knie und rief mit Angst in der Stimme: Oh, ich weiß, wer du bist, ich ahne, wer du bist. Du bist der Geist der zukünftigen Weihnachten, und vor dir graut mir am meisten. Ich weiß, wenn ich mich verändern will, und ich bin schon ein anderer Mensch geworden, ich spüre das, aber wenn meine Verwandlung vollkommen sein soll, dann muss ich mit dir gehen. Ich muss alles lernen, was du mir zeigst. Aber ich habe solche Angst davor. Sei nachsichtig mit mir. Hab Gnade. Die Gestalt sagte nichts und bewegte einfach nur die Hand, und der lange Ärmel erreichte Scrooge, und er fasste den Ärmel, und in dem Moment, wo er diesen Ärmel erfasst hatte, ging es auch schon los. Sie gingen auf die Reise an einem Ort, den er nur zu gut kannte. Es war die Börse von London. Drei Männer standen dort und unterhielten sich, und dort landeten sie, und der Geist der zukünftigen Weihnachten, der bedeutete Scrooge, näher zu gehen, um zu hören, was diese drei miteinander sprachen. Mann, nur ist er hin. Also ich hätte nicht gedacht, dass der nochmal stirbt. Ah, zäh wie Leder war der Alte. Mann, 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 wird sicherlich eine sehr billige Beerdigung werden. Ah, es werden auch wenig Leute da sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da außer dem Bestatter überhaupt irgendjemand auftaucht. Wer hat denn eigentlich sein Vermögen? Also ich nicht! Und dann fingen sie alle drei an zu lachen. Aber es ist schönes Wetter heute, oder? Ja, sagte der eine, es ist unglaublich gutes Wetter zum Schlittschuhlaufen. Ja, das werde ich heute machen. Ich gehe mit meiner Familie heute Schlittschuhlaufen. Und dann trennten sich die drei, nachdem sie sich voneinander verabschiedet hatten. Scrooge schaute den Geist der zukünftigen Weihnacht an und sagte dann so halblaut, teils zu dem Geist, teils zu sich selbst: Von wem mag hier wohl die Rede sein? Was ist das für ein Mensch, der bei diesen dreien so wenig Nachhall hinterlassen hatte, dass sie so mir nichts, dir nichts wieder zum normalen Alltag zurückkehrten? Die werden wohl auch nicht bei der Beerdigung gewesen sein oder hingehen, obwohl sie ihn kannten. Merkwürdig war das. Aber schon ging es mit ihm weiter. Und sie flogen über London in jene Gegenden, in die Scrooge noch niemals gegangen war, weil es die Gegenden waren, in die man besser als ein gut situierter, gediegener Herr nicht geht. Sie landeten auf einer verdreckten Gosse, wo die Ratten über Pfützen sprangen. In der Nähe hörte man betrunkenes Gelächter, auch das Gelächter einer Frau. Und sie hielten direkt vor einem Trödelgeschäft und gingen durch die Tür, schwebten durch die Tür. Aber was da großspurig als ein Trödelgeschäft besser, stand oben auf dem Schild Antiquitäten. Das waren keine Antiquitäten, das waren nicht mal Trödelsachen, das waren einfach nur fettige Lumpen, die da in großen Haufen beieinander lagen. Da lagen Haufen voller Nägel, altem Eisenzeug, Ketten, Überreste von Möbeln. Es war ein einziger Dreckhaufen, und inmitten dieser verschiedenen Haufen, da saß der Inhaber dieses sogenannten Antiquitätengeschäftes, schmauchte eine Pfeife, sah genauso speckig aus wie die Lumpen, die vor ihm in Haufen lagen. Aber es ging ihm gut, er lächelte über das ganze Gesicht. Er ließ den lieben Gott einen guten Mann sein. Und während dieser Scrooge auf dieses Geschäft schaute und auf diesen Inhaber, da ging die Türe auf und ein Mann und zwei Frauen traten herein. Und sie waren beladen mit Gegenständen und gingen hinein, und der Alte da begrüßte sie, der Inhaber sagte: Ja, da seid ihr ja.
hab schon auf euch gewartet. Jetzt lasst doch mal sehen, was ihr da so mitbringt. Und ob es sich lohnt, das anzukaufen. Alle drei grinsten bis über beide Ohren. Wir haben schöne Sachen mitgebracht. Schau mal. Der Mann, der Gehilfe eines Bestatters, packte sein Bündel aus. Es war ein kleines Bündel, da war ein Bleistiftkasten drin, Manschettenknöpfe, ein paar Stiefel war darin. Es war nicht viel und der Alte gab jetzt auch nicht so viel dafür. Er sagte, so und so viel kann ich dir dafür geben. Mehr ist nicht drin. Ach, sagte der Mann, ist besser als gar nichts. Und was soll er jetzt damit? Zu seinen Lebzeiten hat er es auch nicht gebraucht, der alte Geizkragen. Passiert ihm ganz recht, dass wir nun ein bisschen Profit daraus schlagen. Dann sprach der Inhaber zu einer Frau. Zeig du, was du hast. Ha, ihr werdet euch wundern, was ich alles mitbringe. Schaut mal hier. Und sie packte ihr Bündel aus und da waren ein paar Kleidungsstücke, ein paar schicke Hemden waren dabei. Es waren zwei Teelöffel aus Silber dabei, eine Zuckerzange und noch so einiges andere, so Kleinigkeiten. Sogar eine allerdings defekte Taschenuhr war dabei. Ja, da gab es schon wieder ein bisschen mehr. Der alte Geizkragen! Ha! Wenn er nicht so ein habgieriger, elender Kerl gewesen wäre, hätte er nicht auch so einfach allein und einsam in seinem Zimmer verrecken müssen. Geschieht ihm ganz recht, war er nicht grausam zu allen, die mit ihm zu tun hatten? Und jetzt geht es uns so richtig gut mit ihm. Sie war ganz glücklich über das, was sie erhielt. Und dann sagte der Inhaber dann zu der Dritten. Sie war die Wäscherin. Die eben war die Zugehfrau. Und die Wäscherin packte aus. Große, dunkle, schwere Vorhänge, eine Gardinenstange und ein großes Laken. Nein, du hast deine Bettvorhänge abgenommen. Ha, natürlich, die sind schwer. Dafür kriege ich bestimmt eine Menge. Und das Laken? Sag bloß, du hast ihm das Laken weggenommen. Ja, natürlich. Er kann es doch nicht mehr gebrauchen. Uns ist es viel mehr zunütze. Und ich will euch mal was sagen. Sein bestes Hemd, das wollten sie ihm fürs Grab anziehen. Für so einen genügt doch ein einfaches Kartonhemd. Und seines kannst du doch viel besser gebrauchen, der alte Geizkragen. Recht geschieht sie. Der bezahlte auch ganz gut dafür. Und dann verließen die drei wohlgemut den Laden und der alte verteilte seine nun eingekauften Schätze schön sichtbar im ganzen Geschäft. Okay. Der Scrooge und der Geist der zukünftigen Weihnacht, sie traten hinaus und Scrooge merkte wohl, dass das etwas sein könnte, was ihm auch passieren könnte. Und er wunderte sich, was das für ein Mann wäre, dem man so Schlechtes wünschte. Und als wenn der Geist seine Gedanken erraten hätte, verwirbelten sie und sie befanden sich in einem Schlafzimmer. Es war ein stand ein Bett darin und unter einem dünnen Laken, da zeichneten sich die Umrisse eines Körpers ab. Das musste der Tote sein, von dem gesprochen worden war. Und der Geist bedeutete ihm, er solle hingehen und das Laken abdecken. Aber Scrooge hatte so ein Grausen in seinem Herzen, in seiner Seele. Er sagte, Geist, verlang das nicht von mir. Ich habe keine Kraft dafür. Wirklich nicht. Zeige mir etwas, zeige mir ein Bild, dass dieser Mann, dass dieser Tod jemanden berührt hätte. Verstehst du, wie ich das meine? Der Geist nickte und fasste ihn. Und wieder ging die Reise weiter. Und sie kamen in ein Haus, in eine Wohnung. Und Scrooge sah eine Mutter mit drei Kindern. Und sie saßen ganz eng beieinander. Und er sah, dass diese Frau große Angst ausstand. Endlich gab es Geklapper an der Wohnungstür. Sie sprang auf und lief ihrem Mann entgegen. Und wie ist es gelaufen? Und der Mann umfasste sie ganz fest und sagte, Liebling, mach dir keine Sorgen mehr. Er ist tot. Was?
Er ist tot. Ja, er ist tot. Und sein Nachfolger wird nicht so grausam zu uns Schuldnern sein wie sein Vorgänger. Oh, es ist eine großartige Nachricht. Er ist tot. Wir sind gerettet. Scrooge schaute den Geist der zukünftigen Weihnacht an und sagte, das kann nicht sein. Es muss doch... Das habe ich eigentlich nicht gemeint, als ich von Freude in Bezug auf den Toten sprach. Oh, gut, 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 gut. Zeige mir etwas Hoffnung. Etwas, was mir zeigt, dass auch Liebe und Fürsorge mit einem Tod verbunden sind, ja? Willst du mir das zeigen? Der Geist nickte und zog ihn wieder mit sich. Und Scrooge erkannte die Straße, die Gasse. Und er erkannte auch das Haus. Und schon waren sie drinnen. In der Stube von Bob Cratchit und seiner Familie. Die Mutter saß da und machte eine Handarbeit. Die anderen Kinder waren auch still da. Und nur der älteste Sohn Peter, er las aus der Bibel laut vor. Und jedes Mal, wenn er einen Satz beendet hatte, dann seufzten sie alle ganz laut und tief. Es war keine gute Stimmung dort. Sehr still. Und dann ging die Tür auf und er sah, wie alle auf den Vater des Hauses, auf Bob Cratchit, zustürzten, ihn umfingen, ihn küssten und trösteten. Und Bob hatte ein Lächeln im Gesicht und sagte, ach, es war so schade, dass ihr nicht habt mitkommen können. Wisst ihr, ich war dort und habe das Fleckchen ausgesucht, das ist von der Sonne beschienen. Und ich habe dann so bei mir innerlich gedacht, ich werde jeden Tag hingehen, wir werden jeden Tag zu ihm hingehen. Und werden ihn grüßen und werden ihm auch mal ein Blümchen mitbringen. Und dann konnte Bob bei diesen Worten gar nichts mehr sagen. Er brach zusammen und dann stützten sie ihn und brachten ihn zu einem Stuhl und fingen alle an zu weinen. Aber Bob fasste sich wieder und dann ging er nach oben in das oberste Stockwerk, wo das Schlafzimmer lag, und öffnete die Tür. Und da lag Klein Tim auf dem Bett, als wenn er schlief. Und der weinende Vater, der setzte sich auf seinen Stuhl daneben, hielt inne, ging ganz ruhig in sich und nach einer Weile stand er wieder auf und war ganz getröstet. Und dann ging er wieder hinunter, die Familie war da und dann besprachen sie, wie das mit der Beerdigung laufen sollte. Und dann, was auch wichtig war, besprachen sie, wie das mit der Zukunft von Peter und Martha weitergehen sollte, den beiden ältesten Kindern. Peter hatte einen guten Job in Aussicht und Martha, die bewarb sich auch gerade als ein Hausmädchen anderswo, damit es der Familie besser gehen sollte. Und mittendrin aber sagte dann Bob, wisst ihr, wir reden jetzt darüber, dass wir vielleicht alle auseinandergehen sollten, aber ich bitte euch alle, lasst uns niemals streiten, hört ihr? Denn dann wird wir kleinen Tim vergessen. Lasst uns immer beieinander sein, im Geist und in der Liebe. Dann würden wir ihn immer bei uns haben, in unserem Herzen. Und sie gelobten es alle. Alles gut stand da und war fassungslos. Er sah wieder diese Liebe und er wusste nun, der kleine Tim war gestorben. Diese Zukunft hatte sich erfüllt und das war etwas, was ihn zum Verzweifeln brachte. Und er dachte darüber nach, was war der Unterschied? Der Unterschied zwischen dem Mann, den die geflattert hatten, diese drei, der Gehilfe des Bestatters, die Zugehfrau und die Wäscherin. Was war das für ein Mann, von dem die drei an der Börse so verächtlich gesprochen hatten? Und was war der Unterschied zu diesem kleinen Junge, der da gestorben war und der so viel Liebe noch in seinem Tod, noch seiner Familie gab? Und so viel Kraft und so viel Trost. Was war der Unterschied? Er musste es wissen. Und darauf hatte der Geist der zukünftigen Weihnacht ja nur gewartet. Denn er flog nun mit ihm weiter, hin zum Friedhof. Ja. Und sie flogen hinweg über die gepflegteren Teile des Friedhofs hin, zu jenen Teilen, die ungepflegt und verwahrlost waren. Und der Geist der Weihnacht war schon etwas vor ihm. Ebenezer Scrooge hatte so wenig Kraft in seinen Beinen, dass er sich kaum vorwärts bewegen konnte. Er wusste jetzt, kam der entscheidende Moment und er wäre weggelaufen, als die Wahrheit zu wissen. Aber er wusste auch genau, dass seine Verwandlung und seine Veränderung niemals wirklich und wahrhaftig sein könnte, wenn er nicht die komplette Wahrheit wüsste.
ihm war so schwach zumute, dass er nicht mehr auf zwei Beinen gehen konnte, sondern er musste auf allen Vieren zu jenem Grab gehen, an dem der Geist der zukünftigen Weihnacht stehen geblieben war. Und dann ging er hin und kratzte mit seinen Händen das Moos von dem Grabstein. Und er las seinen eigenen Namen da stehen. Er brach zusammen. Er weinte und er flehte: Geist der Weihnacht, bitte, lass es nicht wahr werden. Lass mich nicht so krepieren, lass mich nicht so verrecken. Ich will alles anders machen und ich will die Weihnacht ehren und ich will den Geist der Weihnacht ehren. Ich will überhaupt das ganze Jahr über Weihnachten ehren. Ich werde mich ändern, versprochen, ich bin jetzt schon ein ganz anderer Mensch, aber lass mich nicht so krepieren. Die Hand des Geistes der Weihnacht, die zitterte ein bisschen und Scrooge, der war auf allen Vieren, er klammerte sich förmlich an diesen Umhang, an dieses Gewand, an dieses Graue, aber der Geist, der riss sich fort und er hatte diesen Umhang in seinen Händen und da erwachte er. Er war in seinem Bett und er hatte seinen Bettvorhang in den Händen. Thank you.
draußen, das konnte Scrooge durch die geschlossenen Fenster sehen. Und er sprang auf mit einem Elan, riss das Fenster auf und kein gelber, dicker Nebel war mehr da, sondern blauer Himmel und Sonne und es war ein klirrend, kalter, frostiger Tag. Und die kühle Luft, die kam zu ihm herein. Ein Junge lief da unten lang. Hey, Junge, du da! Was für einen Tag haben wir heute? Sir, wir haben Weihnachtstag. Danke dir. Die Geister, sie haben es in einer Nacht geschafft. Sie schaffen alles, was sie sich vornehmen. Junge, hör mal zu. Du kennst doch den Geflügelladen gleich um die Ecke, oder? Na ja. Hängt da noch der Truthahn im Schaufenster? Also nicht der kleine, sondern der große. Na ja, der hängt noch da. Geh hin. Wenn du schnell wieder hier bist, kriegst du eine halbe Krone. Bring den Verkäufer mit dem Truthahn her. Ich will ihm sagen, wohin er diesen Truthahn bringen soll. Und der Junge raste los, brachte den Verkäufer samt Truthahn. Der kriegte dann die Adresse, wo er den Truthahn hinbringen sollte. Und das war die Adresse von Bob Cratchit. Und der alte Scrooge, der rieb sich die Hände in Vorfreude. Das war gar nicht erfahren, dass ich es war, der ihn die Truthahn geschickt hat. Und dann überlegte er, was will ich jetzt antun? Was will ich jetzt mit meinem Tag anfangen? Ich habe einen ganzen Weihnachtstag vor mir. Als erstes zog er sein bestes Hemd an und seinen besten Anzug. Er zog sich schön warm an und dann nahm er seinen guten Spazierstock und ging hinaus. Und jedem, der ihm entgegenkam, wünschte er ein fröhliches Weihnachten. Und die Leute, auch die, die ihn kannten, grüßten erstaunt zurück. Scrooge ging durch die Straßen und er dachte überall, in jedem Ding, an jedem Flecken, Gottes Liebe und Gnade zu entdecken. Alles sprühte vom Geist der Weihnacht. Er sah es ganz genau, auch wenn die anderen es vielleicht nicht sahen. Und er guckte wirklich in jedes Kellertürchen rein, in jedes Fenster. Und absolut jedem sagte er fröhliche Weihnachten. Und dann kam ihm doch tatsächlich auf der Straße einer der beiden Männer entgegen, die ihm um eine Spende gebeten hatten, an Heiligabend. Und eigentlich war es ihm sehr peinlich, aber er wusste, da musste er durch. Denn jetzt war alles anders. Und er ging auf diesen Mann zu, der völlig verdutzt dastand und zu dem er sagte, mein Herr, ich entschuldige mich für meine harschen Worte gestern Abend und ich will Ihnen gerne eine Spende geben. Und er flüsterte dem Mann ins Ohr, wie hoch die Spende sein sollte. Das konnte doch nicht wahr sein, dachte der Mann sich. Wie viel wollten Sie geben? Sie haben richtig gehört. Das Geld wird Sie demnächst erreichen. Danke, danke. Nichts zu danken. Fröhliche Weihnacht. Und Ebenezer Scrooge ging weiter. Glücklich. Und dann kam er zum Haus seines Neffen. Er ging 12-mal an der Tür hin und her und zurück. Und dann traute er sich zu klingeln. Das Hausmädchen machte auf und sagte, ja, was wünschen Sie? Ich möchte gern deinen Herrn sprechen, will ihn besuchen. Ja, mein Herr ist da, er sitzt mit der Gnädigen oben in der Stube. Soll ich sie hinaufführen? Nein, nein, er kennt mich. Und Scrooge ging mit klopfendem Herzen nach oben, klopfte an die Türe, machte sie auf und guckte mit seinem Kopf hinein und sagte, Fred, ich bin's, ich wollte zum Essen kommen. Darf ich? Ihr hättet Fred sehen sollen. Der stürzte auf seinen Onkel zu, umarmte ihn so sehr, dass er ihm beinahe die Kleider vom Leib riss. Und es waren auch die Freunde wieder da. Und es wurde ein herrliches Essen. Die freuten sich so, dass er in ihrer Mitte war. Und Scrooge, der feierte mit, er lachte und er freute sich. Und da gab es all die Spiele, die er ja schon im Traum gesehen hatte. Und die machte ja alle mit, die Fenderspiele, die Ratespiele und auch die blinde Kuh. Es war sein herrliches Weihnachten. Und am nächsten Tag, da war er schon im Kontor und wartete auf Bob Cratchit. Der kam natürlich ein Tickchen zu spät. Und er dachte erst daran, ihm den alten Scrooge vorzuspielen, ja? Und dass er so ein bisschen einen Trick mit ihm machte. Aber dann
konnte er es gar nicht mehr. Als Frau Cratty dann reinkam, wünschte er ihm fröhliche Weihnachten. Und im Übrigen habe ich gerade darüber nachgedacht, ihnen ihr Gehalt zu erhöhen. Frau Cratchit starrte den Mann an, seinen Dienstherrn, und dachte, der wäre wahnsinnig geworden. Aber nein, nein, der war nicht wahnsinnig geworden, der blieb so. Und sagte dann, und heute Nachmittag, bei einem schönen Becher Weihnachtspunsch, da werden wir die Zukunft ihrer beiden ältesten Kinder besprechen. Ich habe da so einen Gedanken, wo ich ihren Sohn unterbringen könnte. Und für ihre Tochter wird sich auch ein guter Arbeitsplatz finden lassen. Und bitte holen Sie uns doch 2 Eimer Kohle voll bis oben hin. Bei dieser Kälte kann man ja gar nicht arbeiten. Naja, so blieb es. Er machte alles wahr, was er den Geistern versprochen hatte. Für ihn war nun das ganze Jahr Weihnachten. Er hatte eine Freude zu schenken. Und der kleine Junge, der kleine Tim, der Sohn seines Schreibers, den verhätschelte er auf eine ganz besondere Art und Weise. Die wurden wie Vater und Sohn, er wurde ihm wie ein zweiter Vater. Und das Kind gesundete mehr. Natürlich, das Bein war nicht zu richten, aber seine Konstitution wurde nur kräftiger und stärker. Und er wurde zu einem guten Sänger, der oft einen Kirchenchor sang und die Herzen der Menschen erfreute. Es gab natürlich, hallo, es gibt immer die Leute, die machten sich lustig über den alten Ebenezer Scrooge, der auf seine alten Tage nur noch wunderlich geworden sei. Aber das machte ihm gar nichts. Ihn hatte die Meinung der Leute vorher nicht geschert und sie schert ihn auch jetzt nicht. Sein Herz war voller Weihnachten. Und wenn man jetzt in der Stadt rumhörte, dann hieß es immer, wenn einer Weihnachten zu feiern versteht, dann der alte Ebenezer Scrooge. Und ich sag euch, ist es nicht schön, wenn man von uns das Gleiche sagen könnte? Und so will ich schließen mit den Worten von Klein Tim. Gott segne uns. Gott segne uns alle.
Ich hoffe, ihr habt am Ende genauso viel Spaß wie wir bei der Aufzeichnung. Eine fröhliche Weihnacht euch. Dankeschön. Also, ihr habt gerade gehört Eigenklang. Und Eigenklang besteht aus Cosima Hoffmann an der Harfe, an der Drehleier und am Krummhorn. Und natürlich auch mit Gesang. Die Laute und die Gitarre habt ihr vernommen von Florian Hellbach, der hier unsere männliche Mitte bildet auf der Bühne. Vielleicht seht ihr mal ein Foto davon. Und mein Name ist Silvia Ladewig und ich habe für euch erzählt und gesungen
Und ja, wir zu dritt sind Eigenklang. Und wenn ihr Lust habt, mal nach uns zu googeln, ihr findet uns selbstverständlich unter www.eigenklang.de.